Hockey, das gab's doch schon bei, na, Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Da hatten wir das auch schon Laune gemacht. So, Hockey, ja, machen wir jetzt auch einfach mal 3 gegen 3. Also scheint bei allen so ein Spiel so zu sein, oder? Ne, bei Völkerball ist dann auch 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Ach, mal gucken. So, wen nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal Toad und machen wir mal hier so ein komisches Allrounder-Team oder so, ja. Und dann hier gegen die schweren Jungs. So, bitte wieder ein Schwierigkeitsgrad. Macht das beim Hockey Sinn? Gegen die, aber gut, egal. Juniors, Boulevard, Rangierbahnhof West. Ach was, Luigi's Villa gibt's gar nicht beim Eishockey, oder was? Toad Park. Da wird Mario Kart gefahren. Oh, cool. So. La 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 la. Lustiges Spiel. Oder so. Ist wirklich extrem verworren. Ah. Mario Sports Mix. Ein lustiges kleines Spiel. Für, wie gesagt, 20 € bei Amazon. Also. Und es hat ja sogar Einführung Hockey. Es hat ja sogar einen Online-Modus. Aber das hatte ich am Anfang, glaube ich, schon erwähnt. Und das wollen wir uns nachher nochmal angucken, ob wir irgendjemanden online da noch tatsächlich finden werden. So. Nächste Disziplin. Hockey. Passen. Es gibt nur 3 Lektionen hier. Das finde ich cool. Hockey ist einfach. Drücke A, um den Puck einem Mitspieler zuzuspielen. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. So. Genau. Und dann nochmal A. Dann die Verteidigung ausgehebelt. Schüttel wie Fernbedienung, um Puck abzuschießen. Tor. Im Tor steht ein Shy Guy. Coole Sache. Bodycheck. Ja. So, hier. Und nun? Bewege den Joystick, um den Gegner automatisch frontal zu rammen. Schüttel die Wii-Fernbedienung, um Bodychecks in alle Richtungen, bla, auszuführen. Aha. Muss man ja noch weniger drücken. Schießen, Superschuss, aufladen mit Z. Aha, Item verwenden oder so. Egal, Spiel starten. Du kannst die Steuerung. Das finde ich schön, dass ich das kann. Ich kann so viel. Boah, Mario Kart wird da gefahren. Irgendwie irgendwelche Toads, die so fahren. Ein Toad-Vergnügungspark. Es ist ja der Wahnsinn schlechthin. So. Und in der Mitte ein Eishockeyfeld. Ja, Charaktere kennen wir irgendwie alle. Alles süße kleine. Der Puck ist eine Münze. Also klasse. So, okay, ja. So, zack, 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 zack. Ja, so, tot. Oh ja, warum stehen hier Hütchen auf dem Spielfeld? Was? Hä? Okay. Na gut, wir nehmen das jetzt mal so zur Kenntnis. Achso, natürlich, wieder Charakter wechseln. Ah, wie ich es liebe. Moment. Hä? Ja. Ich war doch jetzt schon davor. Was hätte ich denn jetzt noch machen müssen? Verstehe ich nicht. Ich hab's nicht verstanden. Das war der Computer jetzt. Ich hab's nicht verstanden. Hä? Muss ich nicht einfach nur den Ball da irgendwie ins Tor befördern oder so? Vielleicht aber auch nicht. Gut, dann halt nicht. Halt. Nein. Warum? Zack. Ja. Zack. Und zack. Und nein. Du, 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 du. Wie, nee, was? Ich verstehe es nicht. Wie schieße ich denn jetzt? Mit Z oder nicht? Oder ich hab. Warum machen jetzt nur meine Kollegen irgendwie die Tore? Das finde ich irgendwie doof. Aber es ist schön, dass ich meine Ball am Anfang bekomme. Schwierigkeitsgrad normal. Ich will nicht wissen, wie, aber gut, okay. So, Moment. Pass. Und dann. Moment, mit B funktioniert's nicht, mit Z funktioniert's, oder? Nee. Hä? Mit was kann ich denn nun schießen? Ich check's nicht. Moment. Ah. So, dann muss ich wieder. Boah, das ist so nervtötend, dass man dann wieder den Charakter wechseln muss. So, Z, hier. Und dann. Ach so, Z und dann A. Z und A. Okay. Verstehe ich. So einigermaßen. Oder so. Hier, gib den scheiß Puck her. Genau. Z und A. Nein. Und jetzt habe ich noch ein Item. Kann ich mit B nicht einsetzen? Warum auch immer? Z und A. Und das war ja mal. Z und A. Nein, nein, nein. Irgendwie ja nicht. Irgendwie. Wo ist. Jetzt mal eine doofe Frage. Ach, da ist der. Da ist der Puck. So, A und B. Spezialangriff. Das macht er jetzt wieder automatisch. Er holt seinen Schreck weg. 0816 raus. Und. Ich muss nichts drücken, ne? Nö. Thumb drin. Eishockey erschließt sich mir jetzt offen gesagt noch nicht so ganz. Ist es mit den Hütchen dann auch auf jedem Spielfeld so? Oder ist das jetzt eine Besonderheit vom Toad Park? Ich kapier's nicht. Aber gut. Okay. So. Pass. Zack. Und dann Treffer. Nein, doch kein Treffer. Vielleicht. Jetzt hat er einen Treffer gemacht. Ich habe bisher noch kein Tor geschossen, wenn man mal von einem Spezialschuss absieht. Aber was ich cool finde, ist, dass der Computergegner auch noch absolut. Naja, einmal kam er in die Nähe des Tores, könnte man so sagen. So.
dab, dab. Ich meine, der kommt ja auch gar nicht auf mich zu. So, das war jetzt ein Treffer. Es geht tatsächlich mit Z und A. Das ist ja... Okay. Das erscheint mir jetzt ein kleines bisschen zu simpel, tatsächlich. Aber gut, man spielt dieses Spiel dann ja auch vorzugsweise später gegen... Nein. Gib her. Ja, ja. Moment. Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, man, genau. Es ist zu dämlich gerade. Man spielt dieses Spiel dann ja gegen menschliche Mitspieler. Also würde ich euch an der Stelle jetzt zumindest nahelegen, weil das, was das, also das kann man nicht mehr Spiel nennen. Weil das ist einfach nur, der Computer, der verhält sich ja sowas von passiv. Ich gehe jetzt hier rechts vorbei. Moment. Okay, ich gehe jetzt sowas von komplett vorbei, aber auch nur, weil ich mit der Steuerung jetzt gerade mal so ein bisschen versagt habe. Zack, 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 zack. Jetzt kann ich ein bisschen schütteln. Okay, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt habe ich das Ding wieder. Jetzt drücke ich Z und A und bin wieder, also habe ich wieder ein Tor. Es ist zu dämlich. Gut, also Basketball hat mir recht gut gefallen. Eishockey, muss ich jetzt sagen, finde ich ein bisschen lame. Aber wirklich, weil das macht Tor. Das macht jetzt gerade so absolut... Vielleicht bin ich auch einfach nur zu gut in diesem Spiel jetzt, aber ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Ne? Das erscheint mir jetzt ein bisschen zu doof. Gut, okay. Ja, da war der Toad irgendwie. Da geht er jetzt... Ja, komm. Jo, genau. Jetzt hat der Computergegner ausnahmsweise mal irgendwie hier eine Chance, was zu machen. Oder hat er auch wieder nicht, weil jetzt habe ich ihn auch schon wieder irgendwie ausgetrickst oder auch nicht. Und jetzt ist es vorbei. Seitenwechsel. Achso, jetzt dürfen wir uns das 3 Minuten lang doch mal geben. Ja, sehe ich das richtig? Okay. Gesammelte Münzen werden zu deiner Punktzahl hinzugezählt. Das mit den Items habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, weil oben links war bei mir immer eine Bombe angezeigt, aber trotz Drücken des B-Knopfes hat es nicht richtig funktioniert. So, jetzt gehe ich wieder hier so hin. Z, A, Treffer. Ja. Wow. Ich weiß nicht, gibt es viele Leute von euch da draußen, die dieses Spiel hier haben? Vielleicht können die jetzt an der Stelle tatsächlich mal irgendetwas dazu sagen. Also zu Eishockey an sich oder so. Oder vielleicht allgemein zu dem Spiel. Würde mich natürlich auch interessieren. Also wenn die anderen beiden Disziplinen jetzt auch noch genauso sind. Also Völkerball und das andere habe ich schon wieder vergessen, was das andere ist. Dann weiß ich nicht. Aber gut. Ich stelle mir jetzt einfach mal... Wir stellen uns jetzt einfach mal wohlwollend vor, dass das Ganze irgendwie mit menschlichen, also gegen menschliche Spieler online nochmal was anderes ist. Kann ich jetzt einfach mal den scheiß Puck hier haben? Nein! Die haben... Oh mein Gott! Wario hat ein Tor gemacht. Ich krieg mich ja nicht mehr ein. Er hat es irgendwie an den Hütchen vorbeigeschafft. Es ist der Wahnsinn schlechthin. So, kann ich jetzt trotzdem mal ein Item einsetzen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier Z und A machen und fertig. Ach, du Heilige. So. Dab, 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 dab. Ich bin echt gespannt. Okay, also wenn wir tatsächlich nachher noch auf menschliche Mitspieler online, menschliche Gegenspieler online treffen sollten, dann will ich in jedem Fall Hockey machen und dann will ich sehen, ob das Ganze ein bisschen mehr Tiefgang hat oder nicht. Wobei, ich glaube, so viel darf ich an der Stelle jetzt schon mal verraten oder so. Ich habe über das Spiel jetzt natürlich auch schon im Vorfeld das ein oder andere Mal gelesen. Ja, das sah jetzt nochmal so golden aus, weil ich halt noch eine Münze eingesammelt hatte zwischenzeitlich. Gibt ja nochmal einen Bonuspunkt. Kam jetzt mittelprächtig, glaube ich, bei der Fachpresse an. Was am meisten bemängelt wurde, war wohl tatsächlich der relativ geringe Umfang des Spiels. Und die Tatsache, ja, dass es vielleicht ein bisschen tatsächlich streckenweise zu simpel ist. Und ich glaube, das bestätigt sich jetzt an der Stelle so für mich ein bisschen. Und auch was den Umfang angeht, also ich kann mir nicht vorstellen, nicht so wirklich, dass ja, das hier besonders langzeitfördernd ist, wenn man auch noch bedenkt, dass das, was wir hier gerade sehen, Hockey ein Viertel des Spiels tatsächlich ausmacht. Weil danach gibt es ja nur noch 3 andere Disziplinen. Also, wenn das hier irgendwie Bestandteil von Mario Party wäre oder so, dann würde ich sagen, hey, yo, Hockey macht echt toll Spaß und keine Ahnung was. Aber dadurch, dass es jetzt wirklich
Bestandteil eines reinen rassigen Sportspiels ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein ganz kleines bisschen frech. Ich weiß nicht, was sich Square Enix jetzt tatsächlich dabei gedacht hat. Das ist ja mehr oder weniger auch tatsächlich die Krönung. Dieses Spiel wurde ja eben nicht von Nintendo irgendwie konzipiert, entwickelt oder sonst was. Square hat das ja das ganze Spiel gemacht. Ich glaube, Square hat auch für den Nintendo DS Mario Slam Basketball oder irgendwie sowas rausgebracht. Das ging ja irgendwie in genau dieselbe Schiene. Nur eben, dass es dort nur Basketball gab tatsächlich und das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anspruchsvoller war oder so, ich weiß es nicht genau, aber davon mal abgesehen, ne, ist jetzt auch übrigens schön, dass ich irgendwie ein Tor nach dem anderen erziele, aber gut, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es auf dem schweren Schwierigkeitsgrad aussieht. Ach ja, zwischenzeitlich, ich kann mal wieder eine Spezialattacke machen. Ja, hier, Toad, mit deinen süßen kleinen Pilzen zum Tor fertig, ist schon recht. Und da habe ich das Tor irgendwie so ein ganz kleines bisschen aus den Angeln gehoben. 24. Aber gibt auch nur einen normalen Treffer dafür. Genau, die Spezialattacken sollte man eigentlich hauptsächlich erst dann machen, glaube ich, wenn man mehrere Münzen eingesammelt hat. Ansonsten macht das jetzt nur bedingt Sinn. Gibt es eigentlich irgendetwas, wenn ich den Computer so 100-0 schlage? Wäre prinzipiell, na 100-0 wäre vielleicht doch ein bisschen übertrieben, weil zwischenzeitlich, ja, greift der Computer einen dann doch mal an, aber ansonsten, ja, gut. Sportspiele an sich, also Mario-Sportspiele an sich haben ja eine gewisse Tradition tatsächlich und hat auf dem N64, glaube ich, angefangen mit, ich weiß nicht genau, was als erstes kam, entweder Mario Golf oder Mario Tennis, ich würde spontan jetzt mal auf Mario Golf tippen und ich habe diese Sportspiele, wow, natürlich, ich habe diese Sportspiele auf dem N64 nicht besessen, also von Mario Tennis und Mario Golf habe ich irgendwie einen großen Bogen gemacht, weil ich konnte mir jetzt in dem Sinne nicht vorstellen, dass es sonderlich viel Spaß macht, weil naja, es sind Multiplayer-Spiele und ich hätte jetzt sowieso nicht so sonderlich viele Leute tatsächlich gehabt, mit denen ich die hätte zocken können. Also das war ja schon bei Mario Kart 64 ein Krampf, irgendwie da gewisse Mitspieler zu finden, die vor allem auch noch relativ gut sind. Dup. Also im Endeffekt, ich hatte in der Schule tatsächlich nur einen Kumpel, der genauso Nintendo-affin war wie ich und gegen den man wirklich zocken konnte, weil das war dann wenigstens mit einer gewissen Herausforderung verbunden. Wenn ich ansonsten mit irgendwelchen Leuten gespielt habe, dann war das immer ein bisschen traurig. Aber gut, wie das halt so ist. Ich meine, das Problem gab es früher einfach. Früher gab es kein Internet. Man musste mit den Leuten tatsächlich leben, die halt in der näheren Nachbarschaft waren. Und das war dann schlecht, wenn man dann nur Leute um sich herum hatte, die nicht zocken konnten. Als eingefleischter Zocker hatte man da echt ein ganz kleines Problem. Aber gut, das hat sich jetzt mit dem Internet ja mehr oder weniger erledigt. Und deswegen bin ich auch an der Stelle extrem froh, dass Mario Sports Mix auch tatsächlich einen Online-Modus hat. Weil ansonsten würde ich dem Spiel jetzt an dieser Stelle schon mal seine Daseinsberechtigung komplett absprechen. Davon mal abgesehen, ist lobenswert, dass ein Online-Modus drin ist, oder? Weil das ist jetzt seit langem auch mal wieder tatsächlich ein Nintendo-Spiel, in Anführungszeichen, das einen Online-Modus hat auf der Wii. Muss man ja auch mal so sagen. Nach Mario Kart kam da ja jetzt nicht mehr so sonderlich. Das war jetzt lustig irgendwie, das sah so lustig aus zumindest. Da haben sich jetzt vier Leute um den Puck geprügelt. Schönes Spiel, ja, fand ich jetzt mehr oder weniger. Gut. Online-Modus, okay, erzähle ich dann glaube ich gleich weiter. Wir gehen jetzt erstmal in die nächste Disziplin rein. Also das ist ja... ich weiß nicht. 30-3. Hockey, seltsam. Nein, nicht nochmal. Ich weiß nicht. Die müssen das doch in Japan auch mal selber gespielt haben, oder? Als sie das entwickelt haben. Das ist doch komisch.